Freilich müssen wir ergänzen, dass es da es immer zwei Seiten gibt, die einen so sehr in ihrem Denken und in ihrer Wahrnehmung leben, dass sie glauben, es könne ihnen nichts geschehen, in Ewigkeit nicht, weder im Hienieden noch, falls es denn so weit kommen sollte, wie der Pfarrer von Basel sagt: Liebe Gemeinde, alle müssen sterben, ich vielleicht einmal auch. Also auch im Jenseits ihm nichts geschehen könne, er entweder Erlösung und Ruhe finden würde und ewigen Frieden oder lustige Tanzreigen Wiederkehr ebenfalls in Ewigkeit. Also die einen, die so sehr im Elfenbeinturm ihres Kopfes leben, dass sie immerzu und jederzeit wie die Kreter essen, die glauben, morgen sterben zu müssen und Häuser bauen, als ob sie ewig leben würden und also denken, es könne ihnen nichts geschehen, es kann mir nichts passieren. Und eben dann die andere Seite, die den ganzen Tag so den Immanenz-Augenblicklichkeits Herzschlag leben, die das gleiche denken, nur umgekehrt, es könne ihnen alles geschehen, auf ewig. Die einen, die sich das zu viel an Lust vom Halse schaffen wollen, und die anderen, die ihre Ewigkeitsphantasmen leben, im Alles durchleben, es kann mir alles geschehen, jederzeit immer, und die Perlenkette der Erlebnisse aufreihen, die sie auch als solche empfinden, dass diese nie zerreißen möge. Oder man kann es auch umgekehrt sagen, ständig zerreißt. Und in diesem ständigen Zerreißen seine Funktion erfüllt eines Kullerns von Perlen, die so vielfältig und vielgestaltig und vielförmig und vor allem auch so viele sind, wie es Kugeln in den Ozeanen an Wassertropfen gibt.